Moin, sehr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD für die Wii U. Wir wollten uns heute aufmachen zum Heiligen Hain. Erstmal sorry, dass es wieder ein bisschen länger gedauert hat, aber ich habe mir massivst extrem auf der Interbot eine Grippe eingefangen. Danach ging gar nichts mehr. Somit ist mal wieder mein kompletter Aufnahmeplan zermettelt worden. Aber ey, wir arbeiten uns wieder gemütlich weiter voran. Jetzt kommt auch mal wieder Zelda. Ich bin ganz zuversichtlich. Ja, genau. Heute wollten wir aber uns aufmachen zum Schrein, Hain, was auch immer. So ein Gemüseschrein kommt als nächstes. Und bevor wir das aber tun, will ich gerade nur einmal gucken. Nee, Items. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung einfinden. Das ist leider jedes Mal das Gleiche. Nee. Items. Da, Items. Wie sieht's denn aus? Wir haben zweimal Suppe und eine Fee. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir kippen die Suppe jetzt in unsere Figur. So. Einmal die Suppe wegschütten. Oh, köstlich. Und dann diese Suppe auch noch. Man muss sich auch mal. Uppala, das ist nicht die Suppe. Man muss sich auch mal ein bisschen mit Suppe stärken. Das ist einfach wichtig. So, siehst du. Suppe ist drin. Und machen uns dann als Wölfchen. Warpen wir doch mal eben schnell. Wie ging denn Schnellwarpen? Hatten wir nicht einen Schnellwarpen-Knopf? Nee, ich musste jetzt mit einer drücken, ne? Und dann sage ich Warpen. Und zwar warpen wir einmal kurz zum Hyliasee. Zoom mal bitte für mich ran. Bruno Wüste, Renel. Da haben wir hier den Hyliasee. Warpen wir mal gerade hin. Jawohl. Dann können wir uns dann nämlich eben fix an meiner Lieblingskiste noch zwei Feen holen. Damit die einfach wieder aufgefüllt sind. Ich fühle mich mit Feen einfach wohler, weil die von alleine funktionieren. Muss mich nicht drum kümmern, wenn ich so eine auf die Watsche gekriegt habe, dass ich umfalle, dann kommt die Fee und hilft mir. Das finde ich persönlich sehr angenehm. So, kannst du immer wieder zurückwarpen. Dann eben schnell dahin. Das müsste gewesen sein. Oh, ich glaube da oben, ne? Ich glaube ja. Oh, komm, Link, jetzt hier nicht schwach werden, ne? Ich weiß, das ist eine sehr extrem starke Steigung. Sehr extrem. Da kann man auch schon mal schwach werden. Da hat er jetzt nicht unrecht. So. Zack, da. Schwert geht raus. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich noch alles? Wie war das denn? Unser. Da ging das, alles klar. Okay, wir kriegen das hin. Wird ein bisschen frickelig am Anfang wieder wie eh und je. Aber das kriegen wir alle hin. Du fängst eine Fee in der Flasche. Sie gibt dir Herzen, wenn du sie am nötigsten hast. Genau. Und zwar dann, wenn ich tot bin. Gut, erste Fee haben wir. Rein in die Höhle. Das ist der Trick. Rein, raus, Kiste wieder da. Jups, und wieder hinaus. Und wir sind alle glücklich. So einfach kann es gehen. So einfach kann es sein. Und die nächste Kiste. Ich frage mich halt immer, wer denn hier so fies ist und in dieser Kiste die ganzen Feen einsperrt. Was ist das für eine Arschkrampe, ne? Die sowas macht. Nett ist das ja nicht, ne? Nett ist das nicht. Jojo, weiß ich doch. So. Dann würde ich sagen, hauen wir doch mal, was ist denn so wichtig? Den Bogen können wir ja mal auf X hauen, den Bumerang auf R und dann arbeiten wir uns damit einfach mal weiter. Jetzt müssen wir mal kurz auf die Map gucken, weil ich ganz ehrlich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, Übersicht bitte. Wo ist denn der Questmarker? Wir hatten doch einen Questmarker, oder nicht? Ich wäre der Meinung gewesen, wir hätten eine... Da, wir müssen also mal wieder zurück in den Wald. Portale einblenden, da ist auch direkt eins. Da können wir uns da ja hin portalisieren. Und dann werden wir das auch tun. Wir wolfisieren uns kurz. Sehen wir auch einfach viel besser aus, ne? Muss man ja sagen. Ja, mitten, ich weiß. So, warpen. Dann müssen wir hier unten nach L. N. Fironenwald N. Ja, es wird Zeit für Kaffee. Ihr habt das gerade gemerkt, nicht? Ich schütte mir mal was in die Figur. Dann kann das nur noch gut werden. Okay. Wir müssen weiter geradeaus. Hallo. Hier könnten wir... Da ist er ja. Moment, ich glaube, wir müssen uns aber wieder zurückwerfen. Ja. Und da steht doch jemand. Moin. Bist du derjenige welche? Es ist ziemlich lang her, dass wir beide in diesem Wald waren. Ja, damals haben wir da ein Abenteuer erlebt in diesem... Baum. Ich will ihn nicht Dekobaum nennen, aber er ähnelt ein bisschen. Er erinnert mich leicht daran. Sag mal,
Jenseits dieses tiefen Tales, dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht geschützt wird. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Hylianer erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemandem gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Blaufuchs, willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen? Deswegen bin ich hier, ne? Ja. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Wer ist denn dein Partner? Ah, Vogelchen. Okay, nein, das ist was anderes. Das ist ein goldenes Huhn. Mach dich nicht über ihn lustig. Er fliegt wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht, du wirst schon sehen. Okay. Und wo müssen wir denn hin? Welche Schlucht? Wo ist das Ziel? Wir werden jetzt einfach mal losfliegen und versuchen zu überleben. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube nicht, dass das war, was, nee. Du sag mal, wo? Wohin? Wo über die Schlucht? Ich mach mal nochmal die Map auf. Wo soll ich denn hin? Da ist so ein Seitending. Hier unten ist auch so ein Seitending. Meint er jetzt das oder was? Ein bisschen mehr Input wäre ganz schlau. Erzähl. Geh in den Schrein und finde das Geheimnis der alten Zivilisation, damit der Frieden in unserem Leben zurückkehrt. Mein Partner hier ist wirklich zuverlässig. Ich habe keine Angst. Wahrscheinlich gibt es dort nochmal einen extra Eingang. Den hier vielleicht. Ah ja, alles klar. Dann da vorne ist nochmal einer. Hier. Und von da aus können wir dann dahin. Ah. Ich sag das doch gleich. Aber hier waren wir doch schon mal, oder nicht? Ich habe so die Ahnung, als wären wir hier schon mal gewesen. Das ist doch nicht das, wo wir hin müssen. Oder doch? Weil hier haben wir uns nochmal das Masterschwert organisiert. Ist das jetzt unser Ziel? Da sollen wir nochmal hin? I don't know. Aber es gibt ja keinen anderen Weg. Das ist diese lilane Kugel da vorne. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dieser lilane Kreis ist. Aber wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg hier weiter, wo ich das Gefühl habe, wir wären da schon mal da gewesen. Damals haben wir uns halt nur ein Schwert abgeholt. Wahrscheinlich gibt es jetzt etwas mehr zu tun. Aber wie geht's hier weiter? Das ist die Frage. Ich werde dich mal eben absetzen. Dann werden wir mal versuchen. Ja. Ah ne, warte, wie ging das? So. Das Ding zu drehen. So. Okay. Dann brauche ich dich nochmal wieder. Du bist ja eine sehr zuverlässige Gestalt. So, und dann wollen wir mal schauen. Wird schon schief gehen, würde ich mal meinen, ne? Wird sich dann jetzt zeigen, ob das der Weg ist, den wir gehen sollen, aber hey, ich bin da ganz zuversichtlich. Los geht's! Hier hatten wir ja auch schon mal geheult, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Waren wir hier jetzt schon mal? Ich glaube schon. Das ist doch der Weg, den wir schon mal gegangen sind. Das kommt mir alles sehr vertraut vor. Ich werde nochmal versuchen, nicht, dass wir den noch nicht entdeckt haben, aber ich glaube, den hatten wir schon. Ja, guck, den hatten wir schon. Der macht auch keine Windgeräusche mehr. Nee, hier waren wir schon mal. Das war hier, als wir das Mars-Schwert uns organisiert haben, wo ich das Rätsel mit diesen zwei riesigen Steinstatuetten da gemacht habe. Das ist das. Lass uns kurz gucken, wer hier rumnervt. Hoffentlich nichts Wichtiges. Twitter, ey. Twitter, sei still! So. Es scheint sich tatsächlich etwas anderes aufzutun. Er ist wieder da. Moin, wir kennen uns ja. Geht das jetzt wieder los? Bist du jetzt wieder so blöd? Ja, Tatsache. Och Leute. Immer das Gleiche. Muss ich dich jetzt wieder einfangen? Das hatten wir doch schon mal, das Spiel. Na gut. Also, wir laufen wieder hinter dem... Oh! hinter dem Vieh, ja?
so einfach hinterher, weil die spawnen ewig, bis wir ihn eingefangen haben. Wo bist du denn jetzt hin? Das ist die Frage. Oh. Vermute ihn nach oben. Wir gehen mal hier hoch. Ja, ich sehe da Licht. Einfach dem Lichtschein folgen. Okay, wir folgen weiter dem Licht. Immer dem Licht nach. Es geht nur hier weiter. Da ist er getroffen. Okay, bei den dicken Pilzen durch die Tür. Das kriegen wir auch hin. Einfach dahin, wo die Pilze sind. Bam, bam, bam. Oh, lass mich mal schön in Ruhe hier. Warte. Immer dem Licht nach. Wir sind auf Kurs. Da sehe ich wieder Licht. Immer dem Lichtschein. Hinterher. Ihr seid aber auch was penetrant. Es könnte jetzt sein, dass er da oben ist. Deswegen lass uns mal oben gucken. Er muss nicht, aber es könnte sein. Ne, ist er nicht. Dann ist er hier unten seitlich weitergelaufen. Dann ist er hier durch. Sehen wir da Licht? Nee. Oder er versteckt sich hier unten irgendwo. Hier gibt es auch keine weiteren Gänge. Doch, er kann... Na, da ist Licht. Da ist er lang. Da hinten können wir seine Lämpchen doch sehen. Okay, warte mal. Lampe. Wo bist du, Lampe? Da. Ja. Ich will das mal anzünden, einfach nur um rauszufinden, was passiert. Oh, es kommt auf jeden Fall eine Kiste. Das ist schon mal nicht verkehrt, ne? Lampe bitte wegstecken. Danke. Kiste bitte öffnen. Stempel, hä? Oh nee, Bomben. Okay, wir scheinen Bomben zu benötigen. Hm. Ich bin gespannt, wofür. Wir folgen mal weiter dem Lichtschein, der sich eindeutig hier hinten befindet. Da oben ist er. Ich habe ihn gefunden. So. Ja. Ich kann hier meinen Bogen kaputt hauen, du. So, wo geht's weiter? Hier unten bei den Reben durch. Ja, renn du mal. Jetzt wird's langsam stressig, wa? Jetzt wird das langsam stressig. Okay, wir folgen ihm. Wir folgen ihm. Wir lassen den Kleinen nicht entkommen. Nein. Es gibt keinen Entkommen von meiner schnüffelnden Fuchsnase. So, und wir folgen dir, mein Freund. Ich lass mich nicht zweimal verarschen, ja? Hier ist mal das Gleiche mit dem. Aber er will ja nur spielen. So, da hinten leuchtet es. Aber ich glaube, letztes Mal mussten wir dem Duft folgen oder dem Geräusch. Da war es nicht das Licht. Und ich war zu dämlich und hab's nicht geschnallt. Ich weiß es nicht mehr so genau. La. Lalalala. Ihr seid aber auch penetrant, wa? Versteckt er sich jetzt hier hinten irgendwo oder geht das da weiter? Weil hier sehe ich da Licht. Ich sehe Licht. Ich sehe Licht. Wir gehen weiter. So, mein Freund. Da geht es nicht weiter, aber das könnte tatsächlich der Zugang sein. Ja, es geht hier weiter. Gut. Hier sehe ich. Doch, da leuchtet es. Wir müssen da lang. Ich mach mal wieder die Lämpchen an. Das ist ja nie verkehrt. Oh. Scheint in diesem Fall nichts gebracht haben, außer ein bisschen Optik. Aber ist ja auch okay, ne? Hauptsache sieht schön aus. Hier ist er offensichtlich nicht. Wir gehen jetzt nämlich hier rein. Und wir sehen schon, es führt uns auf jeden Fall einen anderen Weg. Also wir sind durchaus richtig. Ja.
Ihr seid aber was penetrant, du, ne? Ich sag euch das so. Ich sag euch das. Gut, dann müssen wir jetzt da lang. Da sehen wir es wieder leuchten. Ah, hier, wo wir schon mal waren. Dann da lang. Er wird hier irgendwo sein. Ich kann ihn... Ich kann ihn hören. Er wird irgendwo oben sein wahrscheinlich. Er wird sich hier irgendwo verstecken. Cool. Aber wo ist er denn? Ganz da oben, heieiei. Da muss ich ihn auch erstmal finden, oder? Ganz oben in den Baumwipfeln, du. Fieser Möp, Alter. Fieser Möp. Ja, hau mal nur ab, du. Hau mal nur ab, du. Ich krieg dich, mein Freund. Ich krieg dich. Alle guten Dinge sind, ich weiß nicht, wie oft ich dich hauen muss, aber ich werde dich kriegen. Ah, wir konnten ihn sogar beim Weglaufen sehen. Okay, wir müssen wieder runter. Da leuchtet es. Wir folgen dem Lichtschein sanft. Aber den Raum kennen wir ja auch noch. Hier haben wir mal gefightet gegen ihn selbst. Geht das jetzt wieder los? Es wiederholt sich irgendwie alles, habe ich das Gefühl. Was bist du denn so böse? Hm? Was bist du denn so schlecht gelaunt? So, ich würde Matt sagen. Wir haben dir doch gar nichts getan. Wir wollen doch nur... Na toll, war das Vieh im Weg. Ah, nicht getroffen. Was ist denn im Weg? Okay, so ist besser. Einfach anvisieren. Das klappt besser. Okay. Ja, ruf du Mann, ne? Ruf du Mann! Oh, das sind viele, du. Werden mehr. Jetzt muss das schnell gehen. So, okay. Getroffen. Ich sitze einfach nicht gut genug für dieses Motion. Bewegungsgeziele, du. Was ist denn hier los? Das wird immer mehr. Er bläst und bläst sich einen ab, du. Und seine Gegner stellen sich mir in den Weg, dass ich nicht ordentlich zielen kann. Damit haben wir das auch nochmal getroffen. Ja, ja. War es das jetzt, oder? Das Licht wird nämlich immer dunkler und dunkler. Ich habe das Gefühl... Ja, es wird hell, es wird hell. War doch lustig. Du darfst durch, zu dem geheimen Ort. Oh, das freut mich, du. Da wollte ich auch hin, ne? Das war jetzt der Plan. Weißt du? Ich danke dir. Ordentlich Pfeile verschossen. Nur um mit dir zu spielen. Ja, der wollte halt nur, er will halt nur spielen. Ne? Ist jetzt nichts Böses oder so, aber es ist halt lästig, wenn man mal eben durch die Wald da muss. Ne? Und jedes Mal muss ich mit dem spielen. Das ist schon anstrengend. So. Wir sind wieder da, wo wir schon mal waren. Habe ich hier nicht damals auch einen leuchtenden irgendwas zurückgelassen, weil ich nicht wusste, dass man die mit dem Bumerang zu sich holen kann? Ich glaube schon. Ah, das war sogar hier. Ja, das war sogar hier. Diesmal offensichtlich einen anderen Weg gegangen, ne? Der heilige Hain, hier ist das also. Ja, werden wir dann gleich im nächsten Party. Ist gut, Hahn. Ah, du musst ihn mal entspannen. Also, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen kurz hier einen Break, passt ja auch ganz gut und werden uns dann im nächsten Part in Richtung Heiligen Hain weiter bewegen. Schauen wir mal, wie das wird. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Oh, gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich muss gestehen, ich habe
Ich habe gar keinerlei Erinnerung mehr daran. Ich wusste gar nicht mehr, dass es den überhaupt gibt. Ich weiß auch nicht, was das Item von dem Ding ist. Wir werden es rausfinden, ne? Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.